Wir sind hier mit Bascha Humeid auf der Klimakonferenz in Doha. Bascha studiert derzeit an der Uni Zürich und promoviert zum Zusammenhang zwischen erneuerbaren Energien und der Demokratisierung im arabischen Raum. Außerdem bloggt er auf heba.com über die Klimakonferenz hier. Bascha, wie hängen Energie und Demokratisierung im arabischen Raum zusammen? Ja. In der wissenschaftlichen Literatur wurde oft diskutiert, wie die Ölindustrie der arabischen Welt ein Faktor der Demokratie hemmend ist. Deswegen, weil die Ölindustrie an sich eigentlich eine Konzentration von Macht verursacht. Deswegen hängt es auch damit zusammen. Und es wird jetzt, also in meiner Forschung diskutiere ich, ob die Transition oder die Tendenz zur erneuerbaren Energien in der arabischen Welt vielleicht auch demokratiefördernd sein kann. Wie kann also der Energiesektor deiner Meinung nach demokratisiert werden? Die erneuerbaren Energien sind ja bekannt dafür, dass die Konzentration von Macht mindern. Erneuerbare Energie. Jeder von uns kann im erneuerbaren Energiebereich ein Produzent sein und dazu beitragen, also dass die Energie, die er zu Hause produziert, auch im Netz kommt. Das ist eine wichtige Infrastruktur für Demokratisierung. Und ich denke, wenn wir uns in der arabischen Welt auf die dezentrale Produktion von erneuerbaren Energien konzentrieren, könnte es diese Infrastruktur noch weiter fördern und damit auch die Demokratisierung zu einer besseren Lage kommen. Und welche Hindernisse müssen auf dem Weg zu einer dezentralen Energieversorgung abgebaut werden in den Ländern des arabischen Raums? Zurzeit können wir beobachten, dass die ölproduzierenden Länder in Arabien sehr auf zentrale erneuerbare Energien setzen. Also wenn die überhaupt investieren in erneuerbare Energien, dann in zentrale Anlagen. Insbesondere betrifft das Saudi-Arabien, die Emirate, Katar. Auf der anderen Seite können wir zum Beispiel in Marokko oder in Jordanien oder in Ägypten beobachten, dass die Regierungen dort manchmal auch dezentrale Anlagen in Dörfern zum Beispiel fördern. Ich denke, das wäre der bessere Weg, wenn wir auf dezentrale Anlagen setzen. Das wäre auch für die Sicherheit der Region viel wichtiger, weil zentrale Anlagen bekannterweise ein leichteres Ziel für terroristische Anschläge sein können. Vielen Dank. Danke.